So, hallo an alle, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zu hier mal einer kleinen Runde Titanfall 2. Ja, ich habe mal gedacht, einfach mal so, können wir hier jetzt mal in diesen mehr oder weniger random Videos mal sowas spielen wie Titanfall oder sonstige Dinge. Und wir sind im Moment hier, weiß nicht, was wir machen. Hi. Ich habe es länger nicht mehr gespielt. Okay. So, was spielen wir eigentlich für einen Spielmodus? Ich hab's nicht gelesen. Wir spielen Materialschlacht. Steht ja ganz oben mittig im Bildschirm drinne. Ich habe jetzt hier mal meine eigene Klasse ausgerüstet, die da sich schimpft COD Dudin. Einfach nur, weil das ein weiblicher Charakter ist, der hier so einen Sturmgewehr hat. Womit man dann rumrennt und irgendwelche Gegner, die man sieht, wenn man sie denn mal sieht, ein bisschen eliminiert. Ah, und es leckt im Moment ein bisschen rum. Ne, das war nur ein Frontsoldat. Scheiße, ist mein Aim am Arsch. Ich habe das Spiel jetzt etwas länger, beziehungsweise generell nicht mehr, etwas länger nicht mehr am PC gespielt. Und deswegen müssen wir erstmal hier. Oh, von wo werde ich beschossen? Ich weiß es nicht. Oh, vielleicht von dem. Das könnte sein, dass der gegnerische Frontsoldat, der direkt vor meiner Nase steht, ein bisschen auf mich schießt. Zur Erklärung, die Frontsoldaten sind Bots. Und alles andere, so wie der da, ist kein Bot. Und ich weiß nicht, warum mein Nahkampf nicht getroffen hat. Ich finde das richtig freche bei diesem Spiel ist Nahkampf. Funktioniert nämlich niemals. Oh, irgendwas ist da gerade reingeflogen, wo es mir nicht so gefällt. So. Naja, und ich bin auch ein kleines bisschen erkältet, deswegen nicht wundern, wenn ich irgendwann mal entweder hier rumhuste oder sonstiges mache. Ich versuche es möglichst im Schnitt dann wieder rauszuschneiden, aber da habe ich mich gerade kurz erschrocken. Aber es kann sein, dass ich da irgendwas dran noch vergesse und da oben war gerade einer. Da war zum Beispiel Gegner und ich werde schon wieder angeschossen. Da muss ich gerade zum Beispiel eben husten. Aber das werdet ihr hoffentlich, wenn ich im Schnitt dran gedacht habe, nicht hören. So, hoch. Oben in der Leiste sieht man die Punkte. Ein Radarstörsender gegen den Feind, das ist okay. Diese Frontsoldaten geben jeweils einen Punkt. Richtig lebendige Gegner geben mehrere Punkte. Und ich weiß nicht, warum der gerade einen Knife-Kill überlebt hat. Ist schon eine Frechheit, dass er das tut. Ja, und jetzt gehen wir hier mal rum und gucken, was wir so finden. Oh. Nice, da wurde ich gerade von einem Bot gemacht. Aber gut. Ja, und Titanfall wäre ja nichts ohne die Titans. Im Moment hat aber noch kein Team irgendeinen Titan. Komm schon. Ey. Okay, danke. Aiming war nicht am Start. Aber für den Bobo hat es trotzdem gereicht. Komm, lass mich hier mal über die Mauer. Da sind ein paar Frontsoldaten. Die können wir mal Frontsoldaten sein lassen. Mich ein bisschen mit meiner Fähigkeit des Hooks hier lang hucken. Da war einer, den kriege ich aber nicht mehr. Hoffentlich hat er sich das auch von mir gedacht, ansonsten steht er gleich hinter mir. Ja, und es ist COD, das heißt, man muss nicht aimen. Nein, es ist kein COD, es ist Titanfall. Siehst du, man muss doch aimen. Und wenn man überhaupt nichts. Oh, Pilot erfasst dich. Unten im Bild stand eben Pilot erfasst dich und das heißt, dass irgendjemand mit einer Smart Pistol spielt. Die Smart Pistol zur Erklärung ist einfach nur eine Pistol, die ist relativ smart. Sie ist nämlich ein Aimbot. Ja. Wo sind sie denn? Ne, das ist nur ein Mate. Sag mal, was ist denn heute los? Oh. Ich sehe keinen mehr. Da ist einer. Sag mal. So eine Schweinerei. Nein. Okay, da wurde ich gerade mit der Kraber gemacht. Das können wir auch machen. Wir können gleich vielleicht ein bisschen anfangen zu snipern. Oder sonstiges zu tun. Aber ich würde gerne noch einen Kill mit dieser Waffe hier bekommen. Denn dann wird sie um eine Stufe aufgewertet. Und das bringt an sich gar nicht mal so viel. Aber es fühlt sich gut an. Nee, an denen nicht. Sondern ich brauche einen Pilotenkill. So wie den da oben. Den ich aber nicht treffe, weil ich alles komplett verziehe. So, stellen wir mal die... Ändern wir mal ein bisschen die Stellung meiner Hand und dann sollte das wahrscheinlich auch besser funktionieren. Sofern ich den dann irgendwie sehe. Da ist einer. Ja, wow. Nein, hör auf. Was auch immer du vorhast, lass es bleiben. Okay, meine Sense ist viel zu schnell. Viel zu schnell. Das muss geändert werden. Also. Steuerung. Ja, wo waren das nochmal? Mausempfindlichkeit, da. Packen wir es mal runter auf 0,8. Besser. Ne, lass mich da durch. Das ist eine Frechheit, dass man, wenn man chattet, kann man
Wie ist der denn gerade auf mich drauf gehüpft? Egal, was ich sagen wollte, wenn man chattet, kann man sich zwar umschauen, aber man kann sich nicht bewegen. Wer hätte es gedacht? So, ich kann noch meinen Titan rufen. Da. Oh. Ja, du Bobo, müsst schon aimen können, ne? Wo ist er hin? Weiß ich nicht. Oh, da ist ein gegnerischer Titan. Ja, gut. Okay, jetzt habe ich auch das... Hier, die Ziert. D-Dudin habe ich gemacht. Komm, wir rushen jetzt mal B. Klasse, Rush B zu kapliert, weil ist eine MP und dann muss nicht geaimt werden. Das heißt, man rennt einfach nur rum und schießt auf alles, was sich bewegt und im Zweifelsfall keinen blauen Pfeil über dem Kopf hat. So. Komm, lassen wir hier hoch. Hm. Da, schau an. Da war ja gerade einer. Den können wir da mal einen Gravitationsstern reinschmeißen. Ob ich den getroffen habe, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, aber... Ja, man kann es ja mal immer wieder probieren. So, hier runterlaufen. Da ist ein Titan. Da müssen wir schnell weg. Weil er mich ansonsten ein bisschen sehr tötet. Und hier steppt noch irgendwas rum. Vielleicht habe ich auch selber gerade gesteppt. Das weiß ich nicht. Hey, da ist mein Auto-Titan. Und gleich ist er wieder down. Da könnte ich theoretisch auch rein. Aber dazu habe ich gerade keine Lust. So. Habt ihr gesehen, mit dem Ding kann man auch gut einfach im Sprinten schießen. Und du blöder Wichser. Für einen Fernkampf, au, ist das Ding leider nicht gedacht. Von wo werde ich beschossen? Irgendwo ist eine Nate. Autsch. Und da war ich schon fast wieder aus dem Spielgebiet draußen. Das wollen wir doch mal sein lassen. Wir wollen nicht desertieren. Das sind ja keine Pussys, ne? Auch wenn wir trotzdem nicht aimen können. Oh, das ist ein Spectres. Spectres, diese kleinen Roboterviecher da, haben ein bisschen mehr Leben. Deswegen dauert es ein bisschen mehr, mit so einer MP da drauf zu ballern. Aber es funktioniert auch. Eieiei, das ist ja peinlich, was ich hier gerade präsentiere. Eigentlich müsste ich wieder Counter-Strike spielen. Da ist mein Aiming zumindest besser. Hm. Ich sehe niemanden. Oh, Lüge, ich sehe doch jemanden. Aber gegen die will ich nicht kämpfen. Sind ja nur Bots. Und ich weiß nicht, wie unser Team gerade schafft zu gewinnen, aber tut es. Au. Nein, das sind Titan. Gegen den wollen wir nicht schießen. Da ist auch einer. Gegen den wollen wir auch nicht schießen. Weil mit den kleinen Waffen kommt man da nicht an. Da ist noch einer. Sag mal. Au. Da bin ich an der Treppe hängen geblieben. Und dann meinte der Titan, yo, hier, guck mal, da ist so ein Bobo, der kann sich gerade nicht bewegen. Schieß mir mal mit einer dicken Schrotflinte drauf. So, dann nehmen wir auch mal die Anti-Titan-Waffe, die man dabei hat. Muss man zwar erstmal ein Stück ausrüsten, aber ansonsten kann man damit auch solche Kobolde beschießen. Oh oh. Dass das jetzt geklappt hat, war auch nicht einfach nur ein kleines Stück Lack. Nee, nee, nee. So. Wie ihr seht, die Anti-Titan-Waffe macht gar nicht mal so viel Schaden gegen Titans, aber trotzdem noch mehr als alle anderen Waffen es tun. Ne, der ist ein Mate. Den wollen wir nicht schießen. Hier liegt eine Batterie. Da, schau an. Ich habe mir jetzt die Batterie genommen. Das sieht man. Und jetzt kann ich zu einem verbündeten Titan gehen. Wie zum Beispiel zu dem da. Jetzt muss ich erstmal warten, bis ich meinen Hook wieder habe. Komm her. So, jetzt habe ich meinen Hook wieder. Jetzt kann ich da drauf. Komm her. Kann einen Rodeo-Ritt beim freundlichen Titan machen und ihn reinstecken. So, da war ich freundlich. Hab dem die Batterie reingesteckt. Das bringt dem jetzt erstmal, dem Auto-Titan, gar nicht mal so viel. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ich bin im Moment richtig kompetent. So, hier wollen wir bleiben. Bei der Waffe. Aus dem Fenster raus. Gucken, was da komisch so rumblitzelt. Und dann diesen Gas geben. Das sind nur freundliche Titans. Die Gegner haben ja auch im Moment nur noch einen. Und ich könnte meinen noch holen. Mache ich jetzt aber nicht. What the fuck? Okay. Da war ein Gegner. Wir sind Frontsoldaten. Als ob der noch steht. Habt ihr das gesehen? Die Boxen sind schlimmer wie ein Counter-Strike. Okay. Ich finde, wir haben B genug gerusht. Können jetzt... Oh, Kobold-X. Jawohl, wir spielen Kobold-X. Das ist... Die Waffe, die ich habe, ist die gute Eva. Eva 8. Und Eva ist eine Schrotflinte.
Schauen wir mal, wie das so auf dieser Map funktioniert. Auf der Map habe ich aber das noch nicht ausprobiert. Aber lass mich jetzt spawnen, damit ich das weiter ausprobieren kann. So, eine vollautomatische Schrotflinte. Ich habe noch ein erhöhtes Magazin reingehauen. Einfach nur, um damit gut gegen irgendwelche Kobolde schießen zu können. Und der Mate hat, glaube ich, gerade meinen... Das hat nicht funktioniert. Das war schon... Der hat doch die Elster. Die Elster. Ich hasse die Elster. Also, er hat die Elster als Waffe und die Elster ist eine richtig schlimme Dreckswaffe. Weil das ist so ein kleines Drecksding, das schießt so blöde Energiebälle. Und gegen die kannst du fast nichts ausrichten. Da schau an, aber es hat funktioniert. Warte, was habe ich denn im Moment hier als... Oh, das ist ein böser Titan. Den wollen wir mal ein bisschen Titan sein lassen. Aber noch ein bisschen beschießen. So, falsche Taste gedrückt. Ich bin schon wieder an die Counter-Strike-Steuerung gewöhnt. Oh, das sind Stalker. Die Stalker haben noch mehr Leben als ihre... Aua. Als ihre sonstigen Humpanen. Die, wie heißen sie? Ich hab's schon wieder vergessen. Spectres. Und sind halt böse. Dann gehen wir da hoch. So. Und dann, aua. Steht ein Titan vor mir. Jo. Gegen so einen Titan kann man relativ wenig machen. Was ich auch nochmal probieren könnte, wäre einem Titan eine Batterie zu klauen. Also dann im gegnerischen. Dem aber nicht, weil der auf mich schießt. Das auch nicht, das ist kein Titan. Bei dem können wir das probieren. Da schau an. So, erstmal warten, bis der ganze Elektrorauch weg ist, weil ansonsten bin ich sehr schnell sehr tot. Ja gut, da schaut euch an. So, der hier, der Mage, vielleicht habt ihr das gesehen, der ist eben auf den Titan draufgeklettert und hat da oben drumherum gefuhrwerkt. Der hat dem eine Batterie geklaut. Lass mich darüber. So. Wie gesagt, er hat dem eine Batterie geklaut. Und wie auch immer das ein Headshot war, aber es ist eine Schrotflinte, also... Ja. Es gibt noch eine andere Schrotflinte. Die ich hin und wieder auch gerne mal benutze. Aber jetzt spielen wir mal die hier. Denn in der letzten Zeit verhalten sich die Gegner ziemlich wie Kobolde. Oh, oh. Und wir müssen hier mal weg. Komm, holen wir uns noch den Legion, weil wir haben gleich gewonnen. Ja. Aber nicht, wenn da oben einer im Fenster drin steht und da ein bisschen rauscampt. Sieg! Wir haben gewonnen. Das ist toll. So, wenn wir gewonnen haben, das soll auch mal passieren, dann kommt jetzt der Epilog. Eliminiere alle feindlichen Piloten. Das ist eine gute Idee, wenn ich das hinbekomme. Aber ich weiß gerade nicht, was überall auf mich schießt. Im Zweifelsfall ist es da oben das Geschütz. Ob das... Komm, geh kaputt. So, ja. Ach. Da ist noch ein Titan, ein gegnerischer. Daran könnte es liegen, dass der irgendwie so... nicht ganz so kaputt geht. Was auch immer... Aua. Mich gerade erschießt. Was war das? Okay. Das habe ich bisher noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, was es war. Ich habe nur gesehen, dass der irgendwie ganz hoch in den Himmel gesprungen ist und mich dann mit einem dicken Raketenwerfer eliminiert hat. Schade. Aber nichtsdestotrotz konnte ich euch jetzt auch mal ein bisschen den Titan zeigen. Da ist das Schiff. Unser Ziel ist es, im Epilog, wenn die ganzen Gegner wegspringen, dieses Schiff kaputt zu machen oder alle Gegner voll zu töten. Das haben wir nicht geschafft. Einer ist abgehauen. Hier der Dan Xoxo. XOXO, wie auch immer man es ausspricht. Ja, und jetzt sind hier noch Stats, sieht man. Und jetzt finde ich eine tolle Neuerung. Also vielmehr irgendwas, was es unterschiedlich ist von Shootern. Hier seht ihr jetzt die Punkte. 3 Stück habe ich bekommen bisher. Blub, der vierte geht da rein. So, 4 Punkte habe ich bekommen. Und diese 4 Punkte gehen direkt hier oben in die Leiste rein, die der Stufenaufstieg ist. Das heißt, man muss so und so viele Punkte bekommen und ich möchte die Spielersuche jetzt erstmal beenden. So und so viele Punkte bekommen, bis man dann fertig ist. Und ich habe jetzt hier diese 4 Stück bekommen. Ja. Und das ist halt einfach nur ein bisschen anderes Level-System, als immer nur eine gewisse Anzahl an XP haben, sondern hier halt für verschiedene Leistungen gibt es dann verschiedene Punkte, die einen dann im Leveln voranbringen. Ja. Ansonsten habe ich hier was Kleines Neues bekommen. Nämlich dadurch, dass ich die Eva aufgelevelt habe, ein neues, eine neue Verbesserung drinne. Die will ich aber erstmal nicht reinhauen,
sondern ich hoffe jetzt einfach nur, dass euch diese kleine Folge hier gefallen hat. War einfach nur mal so ein bisschen, um euch zu zeigen, was ich hier sonst noch mal daddel. Nämlich hier Titanfall. Weiß nicht, ob ich euch einen guten Einblick in das Spiel gebracht habe. Ist ja auch schon ein bisschen älter, das Spiel. Ja, was heißt hier ein bisschen älter? Naja, lassen wir es so stehen. Ist ein bisschen älter. Und ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt mir es in Form vom Daumen nach oben und Kommentar. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr sonst noch so sehen wollt, irgendwelche Anregungen etc. Und dann hoffe ich, dass ihr auch morgen beim nächsten Video von wahrscheinlich The Legend of Zelda Breath of the Wild oder im Stream wieder dabei sein werdet. Bis dann, haut rein und ciao.